Ich habe die große Freude, mit zwei erfahrenen Medizinern sprechen zu können, die nicht nur ursächlich und ganzheitlich denken und arbeiten mit ihren Patienten, sondern auch zusammen 80 Jahre Praxiserfahrung auch miteinander zu teilen. Dr. Ingfried Hobert und Dr. Rüdiger Dahlke. Rüdiger und Ingfried, herzlich willkommen. Ja, hallo. Ihr beide seid ja über 23 Jahre miteinander befreundet, habt viele Ärzteausbildungen zusammen gemacht und habt auch Reisen an die entlegensten Ecken dieser Erde zusammen unternommen. Ob das in Südamerika, in Kap Horn gewesen ist oder auch auf Borneo oder auch in Madagaskar. Und ja, weil ja bekanntlich Reisen nicht nur bildet, sondern ja auch bindet. Mal die Frage an euch beide, was denn so eure, ja, schönsten Erlebnisse auch eben auf diesen Reisen zusammen denn gewesen ist. Das Schönste für mich war einfach diese Verbindung. Wir haben ja geschaut, dass wir nicht irgendwas da anschauen, so wie das normale Tourismusprogramm, sondern so Dinge wie die älteste Apotheke, die überhaupt bekannt ist, und haben Krankenhäuser besucht und besondere Kollegen auch und so weiter. Thessaloniki erinnere ich mal an, ganz berührende Erfahrung in dem griechischen Krankenhaus zur Zeit der großen Krise bei den Griechen und. Da könnte man lange erzählen davon. Ingfried, da an dich die Frage, wenn du überlegst, ihr kennt euch da seit 23 Jahren, was war so für dich besonders eindrückliches Erlebnis da auch gemeinsam in beruflicher Hinsicht? Naja, wir haben natürlich auch uns immer den Naturvölkern zugewandt, wenn ich gerade jetzt an Südamerika denke. Die Mapuche-Indianer. Gleichzeitig haben wir auch eine Psychiatrie dort besucht und also ganz viele Abenteuer erlebt. Oder wenn ich jetzt an Madagaskar denke, wir bringen ja auch immer viele Geschenke mit, sammeln dann für Kinderheime, für Krankenhäuser, für Sozialstationen. Und das sind sehr, sehr berührende Erlebnisse. Gerade wenn ich jetzt an Madagaskar denke, das war ganz kurz bevor, direkt nach uns wurde der Hafen geschlossen, weil die Pandemie ausbrach. Und das war eigentlich ein Drama für die Menschen dort, die sich gerade daran gewöhnt hatten, dass etwas Geld jetzt in das Land fließt durch Touristen, und Kinder konnten das erste Mal Schuhe kaufen. Und plötzlich wurde diese Welt wieder, ganz Madagaskar, wieder abgeschottet. Also wir haben auch im Südjapanischen Meer, erinnere ich da, verschiedene Begegnungen. Also es waren immer die Berührungen, die wir beide untereinander hatten, die wir beide mit unseren, in der Spitze hatten wir 95, 98 Kollegen, Teilnehmer dabei. Das, was wir gemeinsam an Abenteuern erlebt haben, war einfach wunderbar. Aber wir haben vor allem gesehen, dass die Schatzkiste der Weltmedizin, wenn man so in alle Bereiche der Welt mal hineinguckt, dass sie so viel für uns bereithält, was wir nutzen können, um unser Leben zu erleichtern, zu bereichern. Und überall haben wir Menschen getroffen, die ja altes, gereiftes Wissen weitergegeben haben von ihren Vorfahren, die eben auch versuchten, für ihren Stamm, für ihre soziale Gemeinschaft das Beste zu finden, um gesund, um leistungsstark zu leben. Und da muss ich jetzt gerade, weil wir über Ernährung sprechen, meinen Besuch bei den Maasai während der Covid-Zeit, da ging es ja um die Frage, warum haben die Maasai kein Covid? Warum gibt es das da nicht? Da gab es natürlich verschiedene Gründe, aber eine Antwort, die mir sehr hängen geblieben ist, und ich habe dort ja auch Stuhlproben mitgebracht, habe mit vielen Schamanen gesprochen, eine Antwort, die immer wieder kam, war ganz einfach. Sie sagten: Unsere Mütter und Großmütter haben uns beigebracht, was wir essen müssen, um gesund und stark dieses Leben erleben zu dürfen, dieses Leben feiern zu dürfen. Und wir essen nur das, was uns gesund und stark macht. Wir können gar nicht verstehen, dass ein Mensch hier in dieses Loch etwas reinsteckt, von dem klar ist, dass es sein Leben leidvoll macht und nur verkürzt. Und das, fand ich, wurde sehr eindrucksvoll darüber gebracht. Und das ist sicherlich auch wieder ein Bogen zu dem, was wir auch dann in unserem Webinar über Ganzheitsmedizin, über integrale, smarte Medizin dann auch weitergeben wollen. Da sind wir eigentlich schon bei einem spannenden Thema, was du da angerissen hast, Ingrid.
Tatsächlich ist es ja so, dass ja in unserem Krankensystem es ja eigentlich eine, ja, müssen wir sagen, eine wunderbare Reparaturmedizin gibt, auch eine tolle Diagnostik. Und doch haben ja viele Menschen den Eindruck, dass da etwas in unserem System nicht stimmt, nicht funktioniert, der Patient eigentlich nur verwaltet wird. Wie sieht das vielleicht in anderen Kulturen aus und was können wir von denen vielleicht lernen? Jetzt an Rüdiger die Frage mal gestellt. Naja, wir haben viele Beispiele auf der Welt. Ich nehme mal Japan raus. Japan, das ist als Nation, sind die langlebigsten Menschen von den Nationen. Besonders herausstechend war der Okinawa, diese große japanische Insel. Und das war eine blaue Zone. Das sind die Zonen, wo viele über 100-Jährige sind. Ja, das sind in der Regel Zonen, wo die Menschen sehr einfach und karg leben, niemals in Pension gehen, sondern immer weiter im Garten oder auf ihrem Acker arbeiten. Und so, wie es eben schon von den Maasai rauskam, sehr darauf achten, dass sie das essen, was Tradition hat, was gesund ist. Und dann kam die amerikanische Garnison nach Okinawa, die riesenhaft groß ist. Und dann haben sich die Männer, vor allen Dingen die Männer der Menschen in Okinawa, auf die amerikanische Lebensweise, diesen Way of Life. Nach meinen Erfahrungen, ich habe da ein Stück studiert und habe Seminare in den USA gegeben. Der American Way of Life ist ein Way of Death, ehrlich gesagt, auf einen Todesweg. Und in Okinawa hat sich's gezeigt. Die Männer haben in dem Maße, wie sie sich umgestellt haben auf diese, ja, Junkfood, haben die Langlebigkeit verloren. Auch die Gesundheit verloren, sind krank geworden. Die Frauen haben das noch länger durchgehalten. Jetzt stellen sich auch die Frauen um auf diesen American Way of Death. Und es geht auch, Okinawa gehört nicht mehr zu den blauen Zonen. Und Okinawa hat jetzt eine kürzere Lebenserwartung als das übrige Japan. Das Gleiche habe ich am Amazonas erlebt. Soweit der US-Einfluss reicht am Hauptfluss, werden die an sich fitten Leute fett. Und dann siehst du so die Nebenarme. Du kannst genau sehen, wie weit der amerikanische Einfluss geht an den Figuren der Menschen. Ja, ab dort, wo die fett werden statt fit, hast du diese Ernährungseinflüsse. Es sind so viele Dinge, die wir sehen könnten, die wir wissen könnten heute und unsere Schlussfolgerungen daraus ziehen. Ja, also. Es ist schon erstaunlich, wie wenig wir aus dem machen, was wir eigentlich alles wissen. Und da muss ich sagen, verdanken wir auch viel der Schulmedizin. Die erforscht ja diese Dinge. Bin schon froh, dass die jetzt erforscht haben, dass Fasten unglaublich gesund ist. Freut mich einfach. Ja, sie haben es jetzt umgenannt natürlich. Das machen sie immer, wenn sie etwas ewig lange versäumen, kommen sie mit so geschwollenen Namen. Dann heißt die Darmflora plötzlich Mikrobiom und das Fasten eben dann Autophagie. Und wenn Sie so einen kleinen Teil der schamanistischen Medizin entdecken, dann nennen Sie es Psychoneuroimmunologie. Und ja, also es ist immer ganz eigenartig, wie Sie dann darauf beharren, dass Sie das entdeckt haben. Und dann kommt dieser geschwollene Name. Aber insgesamt, da haben Sie mein Mitgefühl, das haben alle Schulmediziner ehrlich gesagt. Weil das muss schlimm sein am Ende des Lebens, wenn du zurückschaust und dir mal wirklich konsequent Rechenschaft abgibst über das, was du da so geleistet hast. Also, naja, Fakt ist, wir könnten so viel besser. Und ja, also wir müssen nicht gebannt auf die ansteckende Krankheit starren und mit dem Schlimmsten immer rechnen. Wir könnten auch sehr angstfrei existieren und ansteckende Gesundheit verbreiten. Und das ist das, was, also nicht das Einzige, was Ingo und mich jetzt verbindet, aber auch ein wesentlicher Punkt. Wir wollen eigentlich Menschen dazu verhelfen, dass sie zu ihren Möglichkeiten finden, ihr Wachstum entwickeln, ihr Potenzial entfalten. Oder das, was Christus ja auch sagt, ein erfülltes Leben, das ist ja möglich. Und wir können die Menschen abholen, wo sie sind, nämlich, ja, krank. Viele sind einfach sehr krank. Aber du kannst aus diesen Symptomen und Krankheitsbildern und deinen Problemen, das sind ja Schattenaspekte, kannst du den Schatten durchlichten. Und dann frei davon werden.
Und dann entsteht daraus eben aus dem Schatten Licht. Das habe ich so oft miterleben dürfen. Bin ich auch wirklich dankbar und froh darüber. Und ja, macht es gern. Auch im Duett. Ich meine, wir sollten sowieso viel mehr teilen, uns viel mehr wieder zurückfinden in die Gemeinschaft, statt diese Gräben aufreißen. Jetzt bist du da schon gerade mitten in den Schicksalsgesetzen und im Schattenprinzip ja auch schon drin, Rüdiger. Ingrid, an dich mal genau die gleiche Frage gerichtet. Wie nimmst du selber als Arzt mit 40 Jahren Berufserfahrung, wie nimmst du da die Medizin bei uns in Europa wahr? Woran krankt unser System und was könnten ja smarte Lösungen sein, wie du es gerade angedeutet hast? Ja, wie Rüdiger schon sagte, es geht einfach zu viel in die verkehrte Richtung. Und es ist, wenn ich sehe, Patienten kommen aus dem Krankenhaus mit 15 verschiedenen Medikamenten, nicht? Und sie haben zum Frühstück gekriegt eine Scheibe Weißbrot mit einem Stück Kochschinken drauf, nicht? Welches Vertrauen soll ich dann in die Medikamente haben, wenn noch nicht mal auf dieser einfachsten Ebene, und sind wirklich, ich habe mir sagen lassen, das sind 80 Cent pro Tag mehr, und man könnte hier was Veganes zaubern, was wirklich noch den Begriff Nahrung verdient hat. Also es sind so viele Punkte, wo wir ansetzen können. Aber meine größte Sorge liegt eigentlich darin, dass wir vergessen haben, in diesem Stress, in diesem zu viel von allem ausreichend innezuhalten und uns um den Teil unseres biologisch mitgegebenen Potenzials zu kümmern, nämlich das vegetative Nervensystem, hier besonders den Vagusnerv. Nicht? Das Vagusnervensystem, wenn wir es so ganz einfach mal bezeichnen, nicht? Dieser Vagus, das ist der Dirigent des Orchesters der Selbstheilungsprozesse, aber auch der Selbstreflexionsprozesse. Ohne einen starken Vagustonus kommen wir einfach nicht zur Ruhe und können den Blick nicht wirklich nach innen lenken, weil unser sympathisches System zu sehr uns ablenkt, weil Ängste und innere, ja, falsche Gedanken. In der tibetischen Medizin ist die Krankheitsursache Nummer eins aller Krankheiten auf der Welt sind, drücken sich da ganz einfach aus, sind falsche Gedanken. Also Gedanken, die nicht das Leben nähren, sondern die uns eher dazu führen, dass wir durch den Wind sind, dass wir neben uns stehen, dass wir von uns getrennt sind oder, wenn wir es physiologisch ausdrücken, in einem Modus des hinteren Vagusastes laufen, in einem inneren Shutdown, in einem inneren Lockdown, wo wir von uns getrennt sind. Ich hatte gerade heute Vormittag eine Patientin hier sitzen, die sprach von sich nur in der dritten Person. Und dann kommt man nach Hause und dann macht man das Essen und dann legt man sich kurz hin und dann macht man dies und jenes. Und hier konnte man sehen, dass sie ihr System innerlich so abgeschaltet hat, so im hinteren Vagusast, im Lockdown ist, dass sie den Kontakt zu sich, zu ihren Bedürfnissen, zu dem, was sie gesund hält, völlig verloren hat. Und solche Menschen sind natürlich verführbar von jeder Nachricht, die Politik oder die Medien oder die kleinen Heftchen, die beim Apotheker ausliegen, ne, diese Werbeheftchen, ne, Apothekenrundschau, wie die alle heißen, die sind dann verführbar in einer Weise, das ist unglaublich, und sie glauben dem Arzt alles. Und das ist eine meiner Botschaften, die ich gerne mitgeben möchte: hinterfragt alles, egal wie lang der weiße Kittel eines Arztes auch sein möge. Hört auf euren inneren Arzt, auf eure Intuition und versucht hier möglichst wach und klar zu bleiben, wenn euch irgendjemand versucht, Angst zu machen oder auf einen bestimmten Weg zu schieben. Und wir wollen mit der smarten Medizin, wollen wir euch einladen, wollen euch inspirieren, ja, zur besten Version von euch zu werden und all diese wunderbaren mitgebrachten Potenziale der Selbstheilung, der Selbstregulation, die auch zur Entfaltung zu bringen. Und da denke ich, haben wir beide, Rüdiger 45 Jahre Erfahrung, ich 35 so ganz grob, haben wir hier mit 80 Jahren ein richtiges Fund mitzugeben. Und das möchten wir gerne mit euch teilen. Lieber Rüdiger, was wären aus deiner Sicht denn, Ingrid hat gerade gesprochen, das volle Potenzial zu entfalten, die beste Version seiner selbst zu werden, wie es landläufig heißt, welche Aspekte gehören da aus deiner Sicht dazu?
Also wenn du es so aus der alten Tradition der Medizin heraus anschaust, dann sind sich alle einig, es gibt eine Einheit. Alle Religionen, alle Traditionen kennen das. Ja, diese Erfahrung, wo alles eins ist. Und bei uns ist es in den Hintergrund gerückt. Es wird manchmal noch so ein bisschen in Witzen, wird es noch so deutlich. Also gibt es so den Witz, wo der Bischof die Firmung macht und dann nimmt einen kleinen Sepp auf den Schoß und sagt, Sepp, wenn du mir sagst, wo Gott ist, dann schenke ich dir eine Orange, sagt der kleine Sepp. Bischof, wenn du mir sagst, wo Gott nicht ist, dann schenke ich dir zwei. So, ne? Also die Einheit, das wäre das letzte Ziel. Bleibt auch in einer Medizin, die nach dem Sinn fragt, das spirituelle Ziel von allem. Jetzt leben wir aber natürlich nicht mehrheitlich nicht in der Einheit. Wir haben ab und zu hoffentlich mal so Gipfelerlebnisse, Peak Experiences, Neudeutsch, Satori beim Zen. Aber so im Samadhi, in der Einheit, leben wir ja nicht. Wir leben in der Polarität. Ja, für uns das wichtigste Gesetz, das Polaritätsgesetz von den Spielregeln des Lebens. Und dann sind wir jetzt als Jungs und Männer dann in die Welt geschickt. Yang. Aber spätestens in der zweiten Lebenshälfte müssen wir ja auch die Anima entwickeln als Männer. Und die Frauen, die Yin starten, müssen dann den Animus, den männlichen Teil des Yang entwickeln. Also wir müssten auf der Ebene der Polarität auch den Gegenpol mit hereinnehmen. Wenn ich das Ganze höre, was ihr beide bislang eben berichtet habt, du, Ingrid, auch mit dem, wie du deine Patienten auch eben wahrnimmst, dass die auch mittlerweile so sehr von sich auch entfernt sind. Du hattest das Beispiel, dass ja Patienten teilweise in der dritten Person von sich reden. Welchen Anteil hat das? Welchen Anteil hat auch da die Schulmedizin daran, dass wir mit so vielen, ja, im Prinzip für unsere Menschheit, für unsere Gesellschaft, so vielen neuen Gesellschaftskrankheiten konfrontiert sind? Ist da ein Zusammenhang, also zwischen dem? Also ich kann alles natürlich bestätigen, was Rüdiger gesagt hat. Ich fühle mich so ein bisschen auch auf der Seite derer, wo ich jetzt das auf den Prüfstand stelle. Und ich muss sagen, jetzt kenne ich Rüdiger so lange. Alles, was Rüdiger sagt, kann ich hier in der Praxis eins zu eins bestätigen. Und ich kann sogar noch einen draufsetzen, weil wir können heute über moderne Labordiagnostik auch sehen, wie stark Menschen, die ihre Themen eben nicht angehen, unter Stress stehen. Wir können heute messen, wie stark der Sympathikusmodus ansteigt, wenn jemand etwas Ungesundes isst, wenn er Tiernahrung isst, aus der Massentierhaltung vielleicht sogar, nicht mit all den Stresshormonen. Wir können messen, was das mit dem Körper macht, was unser Bauchhirn da für einen Stress hat, so etwas dann assimilieren zu müssen in irgendeiner Form. Und die Schulmedizin ist auf einem Weg, dass sie vom Wesentlichen einfach ablenkt, uns auf einem Nebenschauplatz kämpfen lässt, wo Ärzte mit sehr viel Angst, die sie verbreiten, dazu führen, dass Menschen zu viele Untersuchungen machen, die gar nicht nötig wären. Wenn ich sehe, wie leichtfertig Menschen in MRT, in Koronarangiografien und sowas reingeschubst werden, Scintigraphie. Hey, das wird mit Kontrastmitteln gemacht. Da versucht man ein Mikrogramm Quecksilber aus seinen Zähnen auszuleiten und gleichzeitig lässt man einen halben Liter radioaktive Substanz in sich reinlaufen, als wenn das ein Drops wäre, als wenn das nichts wäre. Und der Arzt sagt, ja, wir müssen auf Nummer sicher gehen. Ich will nichts Böses unterstellen, aber ich habe die Vermutung, er möchte auf Nummer sicher gehen, dass er seiner Angst, nicht, seinem Perfektionsdrang, bloß nichts verkehrt zu machen, dass er aus den Augen verliert, was wirklich wichtig, wesentlich und notwendig ist. Und hier werden Patienten auf einem Feld in Schach gehalten, in ständigem Angst und Schrecken durch diese angebliche Vorsorgemedizin. Es ist keine Vorsorge im Sinne von Vorbeugung, wie wir sie vertreten, sondern es ist immer ein Nachschauen. Hat es mich jetzt schon erwischt? Hat es mich jetzt schon erwischt? Ich gucke immer nach, anstatt dass ich etwas tue, damit es mich eben nicht erwischt. Dass ich schaue, dass mein Mikrobiom im Gleichgewicht ist, dass ich keine überschießende Entzündungsreaktion im System habe, dass mein Vagusnerv, dieses ganze Vagusprinzip, das sich dahinter verbirgt, dass das in Balance ist.
und dass ich in meinem Leben Rahmenbedingungen schaffe, unter denen Selbstheilungsmechanismen immer wieder gut greifen können und vor allem auch die Vagusbremse dafür sorgt, dass Dinge immer wieder ins Gleichgewicht kommen. Denn wir sind diese Glückspilze, die sagen können, wir sind gesegnet mit einem Körper, der aus sich selbst heraus immer wieder vom Chaos zur Ordnung strebt, der immer wieder aus dem Ungleichgewicht ins Gleichgewicht Wege sucht und damit mit körperlichen Signalen uns die wunderbare Möglichkeit gibt, uns rechtzeitig darauf aufmerksam zu machen, dass etwas aus der Balance geraten ist und dass wir angehalten sind, stehen zu bleiben, innezuhalten und uns dem Inhalt zu widmen, der uns dann möglicherweise oder ganz sicher sogar Halt gibt in dieser immer haltloser werdenden Welt. Und hier gehen wir beide mit diesem Webinar, das wir anbieten zur Smart Medizin und dem danach folgenden Kurs, gehen wir ganz neue Wege, wo wir das Feld ansteckender Gesundheit, das Rüdiger vor vielen, vielen Jahren ins Leben gerufen hat, das ist ja schon 30, fast 40 Jahre her, das wollen wir neu befeuern und mit dieser Smart Medizin auch eine neue Medizin der Hoffnung verbreiten. Denn alles ist eigentlich da und noch nie so viel hatten wir Menschen, so viel Wissen rund um Gesundheit, dass wir heute einsetzen können. Wir müssen uns nicht von der Schulmedizin in ständigen Angst und Schrecken versetzen lassen und dann 10-mal so viel Chemie einnehmen, wie eigentlich nötig wäre. Jetzt hast du da viele Begriffe jetzt schon gerade reingebracht und mir auch eine Vorlage jetzt gegeben, Rüdiger. Du hast gesagt, du hast auch es beschrieben, Gesundheit ist ansteckend. Was meinst du damit ganz genau? Also ganz konkret habe ich das eigentlich auch von Patientinnen wieder gelernt. Ja, also wenn sie jetzt das erste Kind bekommt und das alles nach Schulmedizin macht, dann x-fach geimpft, ich weiß nicht, 55 Shots, Schüsse kriegen die amerikanischen Kinder ab, 55. Naja, bei uns ist es weniger, nur gut 40 oder so. Also, und das Ergebnis wird ein kränkliches Kind sein. Nicht abwehrstark, sondern abwehrschwach. Gut, falls sie ein zweites Kind bekam, war ja früher durchaus üblich. Also, da wird sie vielleicht ein bisschen mehr auf ihre Mutter hören oder die Großmutter sogar, die das auch mal mit Wadenwickeln versucht hat beim Fieber und natürlichen Mitteln und Tees und so weiter. Und das Kind wird viel besser beisammen sein, abwehrstärker, wenn sie da die meisten Sachen weglässt und nicht so viele Schüsse abfeuern lässt auf ihr Kind. Und wenn sie noch ein drittes Kind bekommt, dann hat sie vielleicht den Mut, ganz auf die große Mutter zu hören. Großmutter. Und das mal ganz ohne das zu versuchen. Und das sind dann diese abwehrstarken Kinder, die einfach nicht teilnehmen. Das muss ja nicht sein. Also ich bin meinem Großvater, der war auch Arzt, wirklich dankbar. Der hat ja schon so eine gewisse kritische Haltung. Aber meine Mutter hat sich dann doch Angst machen lassen und mir ein paar Impfungen verpassen lassen, bis ich 16 war, bis ich da selbst mitreden konnte. Und dann habe ich das seitdem nie mehr gemacht. Und heute, wenn ich sagen kann, okay, in den letzten 50 Jahren habe ich nicht mehr teilgenommen an Grippewellen und ich habe auch keinen einzigen Tag versäumt in der Arbeit wegen Krankheit, bin ich ja doch sehr dankbar. Also dem Großvater schon, der schon sehr, sehr kritisch war und vieles da verhindert hat. Und das passiert heute zunehmend, dass dann diese Frau, die jetzt gemerkt hat, dass sie ihren Kindern eigentlich was Gutes tut, wenn sie sie raushält aus dieser Mühle. Die sagt es ihrer Nachbarin weiter. Das darf sie gar nicht in Deutschland, weil es ja Ausübung der Heilkunde ohne Approbation und ohne Heilpraktikerausweis. Aber sie tut es ja doch, Gott sei Dank. Und dann macht die Nachbarin von Anfang an so eine Politik. Dann verbreitet sich da Gesundheit. Und das ist etwas, gibt so einfache Dinge, dass du eine Sache nochmal durcherlebst vor deinem inneren Auge und dabei Augenbewegungen machst, wie so Scheibenwischer. Das hat die Mrs. Shapiro EMDR genannt. Die hat einfach geschlossen, wenn du gut verarbeiten kannst in den REM-Phasen, Rapid Eye Movement, schnelle Augenbewegung des Traumes, vielleicht kann man es umdrehen und einfach Augenbewegungen machen und dann besser verarbeiten. Ja, kann man. Da hat der Ingo, der hat es bei mir mal in einem Seminar mitgekriegt, bei einer geführten Meditation. Und wie der Ingo so ist, Gott sei Dank ist der Ingo so. Deswegen ist es hier zertifiziert bei der Ärztekammer, was wir machen. Ja, hat er bei der Ärztekammer angerufen und hat sich erkundigt.
wo er das lernen kann. EMDR, haben die ihm glatt gesagt, wenn ich es richtig erinnere, er ist ja Gott sei Dank dabei. Das können Sie gar nicht lernen. Als Ethnomediziner und Allgemeinmediziner, das ist den Psychiatern vorbehalten. Aber das habe ich schon so vielen Müttern beigebracht. In 5 Minuten. Ja, die können das mit ihren Kindern machen. Das wirkt ja Wunder. Es ist absurd, was bei uns passiert. Ja, also diese Spezialisierung, wer geht schon zum Psychiater, um irgendein kleineres oder mittleres oder großes Trauma loszukriegen? Die Leute kommen viel zu spät. In jeder Hinsicht. Ich habe zum Beispiel mich viel mit Burnout beschäftigen müssen, einfach weil so viele Patienten da waren. Früher waren es hauptsächlich Männer, inzwischen hat sich das auch da leider ausgeglichen. So, also in dem Fall leider. Und da ist mir aufgefallen dabei, da ist praktisch nie einer dabei, der einen besten Freund hat. Was meine ich mit besten Freund? Jemand, der für dich auch da ist und Zeit für dich hat, mit dem du alles sofort bereden kannst. Bei Burnout ist es so, die merken schon im Vorfeld, irgendwas stimmt nicht mehr, ich habe gar keine Freude mehr, es macht mir alles keinen Spaß mehr, eigentlich müsste ich mich doch wohlfühlen, aber tue ich gar nicht. Das würde er mit dem besten Freund bereden. Aber bis der zum Psychologen geht, Psychotherapeuten oder gar zum Psychiater, ist der ja voll im Burnout schon drin. Ja, also das wäre auch eine Möglichkeit. Du bräuchtest einen besten Freund, eine beste Freundin. Und dann könntet ihr gegenseitig ansteckende Gesundheit verbreiten. Vor allem sind wir da eben bei den zwischenmenschlichen Beziehungen, dass die ja schon alleine zu unserer Gesunderhaltung ja schon beitragen, was die Medizin, die Schulmedizin als solches ja überhaupt nicht sieht und es zur Folge hat, dass auch für die gesamte Gesellschaft es ungeheuer teuer auch ist und wir dann in dem Feld auch eben sind. In dieser Medizin der Angst, wie du, Ingrid, es ja gerade eben beschrieben hast, lieber eben auf Nummer sicher gehen. Das ist ja eine Angstspirale, was sich dann zwischen Arzt und Patient dann eben abspielt. Und du plädierst aber dann für, ja, für eine Medizin der Hoffnung, wie du sie beschreibst. Kannst du uns das mal näher erläutern, was du darunter verstehst? Naja, die Medizin der Hoffnung orientiert sich aus meiner Sicht an fünf großen Säulen, die wir mal definiert haben in unterschiedlicher Ausprägung. Die erste Säule ist die Heilung unserer Nahrung, unserer Nahrungsaufnahme. Die zweite Säule die Heilung des überschießenden Immunsystems, der Balance des Immunsystems. Da kommt der Darm mit dazu, wo sich der Großteil des Immunsystems befindet. Nicht, die Darmflora, das Mikrobiom, der ganze Stoffwechsel, der über den Darm abläuft, auch der Hirnstoffwechsel, der über Tryptophan und all diese Hormone gesteuert wird. Da wissen wir heute genau, wie stark dieser Stoffwechsel gestört wird und uns auch in unserer Wahrnehmungskraft beeinträchtigt. Und wie wichtig gerade hier auch Omega-3-Fettsäuren, die Algenfettsäuren, EPA, DHA sind, um unserem System die Bausteine zu geben, um entsprechend auch entzündungseindämmend wirken zu können und im Sinne von EPA und DHA auch Bausteine für unsere Wahrnehmungsorgane, um Dinge auch wach und klar wahrnehmen zu können. Die dritte Säule ist die Heilung der Stressregulation. Nicht? Unser Sympathikus, Parasympathikus, unsere Adrenalindominanz ist bei den meisten Menschen so ausgeprägt, dass sie weit, weit abgelenkt sind von ihren eigentlichen Möglichkeiten und auch von den Fähigkeiten, überhaupt zur Ruhe zu kommen. Und dazu braucht es ein sehr ausgeglichenes vegetatives Nervensystem, denn unser autonomes Nervensystem reagiert auf Herausforderungen mit drei Organisationsprinzipien. Ganz einfach ausgedrückt, entweder in der Physiologie des vorderen Vagusastes heißt, wir reagieren mit Gleichmut, mit Gelassenheit, mit innerer Souveränität auf die Triggerwellen, die da kommen und sind in uns gefestigt. Oder aber wir reagieren mit Stress, mit Adrenalinausschüttung, nicht? Der Sympathikus fährt hoch und wir fangen an zu kämpfen oder werden wütend oder laufen weg. Oder aber die dritte Möglichkeit, wir gehen in den Shutdown. Oder in den inneren Lockdown. Das heißt, wir ziehen uns über Krankheit zurück. Nicht? Drei Mechanismen, die automatisch wie ein Reflex, so als würde ich beim Patienten mit dem Hammer ans Knie schlagen und das Bein schießt nach vorne. Nicht? So reagiert unser Körper automatisch mit einem dieser drei Reaktionsprinzipien. Und
Das läuft unterhalb des Bewusstseinsradars ab. Aber was wir tun können, wir können aktiv an der Physiologie des vorderen Vagusastes arbeiten, sodass unsere Biochemie mehr geneigt ist, in dieser Physiologie des Vagusastes zu agieren, indem wir schauen, dass wir einen guten Vagustonus haben. Hier gibt es Heilpflanzen, gerade aus der tibetischen, aus der chinesischen Medizin, die das sogenannte Erdelement stärken, die innere Erdung, die innere Verwurzelung, was wir heute in der modernen Regulationsmedizin als das Vagusprinzip, den Vagusnerv bezeichnen würden, wenn wir es ganz einfach, ganz simpel ausdrücken. Und so haben wir Heilkräuter, die wir einsetzen können, um stabiler in diesem Gleichmut, in dieser Gelassenheit bleiben zu können. Und die Schatzkiste der Weltmedizin hält hier ganz viele wertvolle Rezepturen bereit, die uns alle helfen können, diese innere Souveränität stabil aufrechtzuerhalten oder auch das Mikrobiom zu stärken. Die dritte Säule, also die Integration, die Stressregulation. Die vierte Säule ist das Thema die Heilung der Selbstwahrnehmung und der Selbstidentität. Und hier wollen wir gerade bei unserem Smart Medicine Kurs auch besonderen Wert drauf legen. Wie könnte die beste Version von mir aussehen? Wie komme ich in ein Bewusstsein der Fülle, der inneren Ausgeglichenheit hinein, wo ich mich erinnere, dass doch eigentlich alles da ist und das Leben ein Ich darf darstellt und nicht ein Ich muss. Und das ist etwas, wo auch Rüdiger dann ganz viel zu sagen hat zu diesem ganzen Themenbereich. Und der erfordert natürlich auch den Gang durch den Schatten hindurch, durch den Keller zum Licht. Also hier auch einen Bereich, den wir besonders betrachten werden. Und dann als fünfte Säule die Heilung unserer sozialen Verbindungen und unserer selbst, dem Gespür von Selbstwirksamkeit innerhalb dieser sozialen Verbindung. Und das ist etwas, was wir in den Blue Zones auch gesehen haben, wo Menschen sehr, sehr alt werden. Da sagen die Menschen übereinstimmend, oder man kann es auch sehr, sehr gut beobachten, Menschen, die bis in hohes Alter sich selbst wirksam innerhalb der sozialen Gemeinschaft erleben können, indem sie einen Beitrag leisten. Und sei es nur das Äpfelpflücken oder das Kartoffelschälen innerhalb einer sozialen Gemeinschaft, die das vegetative Nervensystem beruhigt, weil hier Sicherheit und Verbindung da ist. Das heißt, es muss nicht ein Teil in uns ständig abgelenkt sein nach der Suche nach mehr gesehen, mehr gehört zu werden, mehr Geld, mehr dieses und jenes, sondern wir sind angekommen in einer Verbindung, die Schutz und Sicherheit gibt und jetzt den Raum gibt, Leben in seiner Lebendigkeit zu leben und das bis in sehr, sehr hohes Alter hinein. An Rüdiger jetzt mal die Frage, die auch so das aufgreift, was Ingfried jetzt unter der Medizin der Hoffnung beschrieben hat. Da fällt mir der Satz ein, und du bist ja auch dafür bekannt, den Begriffen ja auch eine, ja, manche würden sagen, andere Bedeutung zu geben. Du würdest sagen, denen die ursprüngliche Bedeutung tatsächlich zurückzugeben. Man sagt ja, der Gesunde hat 1000 Wünsche, der Kranke nur einen. Welche Rolle spielt es, ob ich eben weg von einer Krankheit möchte, also eine Krankheit überwinden, eine Krankheit heilen möchte, weg von oder eher hinzu, also hin zu einer Gesundheit, so wie Ingfried es gerade auch eben dargestellt hat, dass ich mir eben selber Vorstellungen mache, mir Bilder ausmale, wie ich tatsächlich mit Energie leben könnte und wie ich mein volles Potenzial ausschöpfen könnte. Welche Bedeutung spielen tatsächlich diese eigenen Glaubenssätze, diese eigenen Bilder, die man sich bewusst oder unbewusst häufig malt? Also die spielen natürlich schon eine große Rolle. Wir sind alle von Mustern geprägt. Ja, wir haben oft andere Beschreibungen dafür, was Ingo immer wieder mit dem Vagus beschreibt. Das ist einfach der weibliche Pol in meiner Nomenklatur. Ja, weil der Vagus ist der archetypisch weibliche, der Sympathikus der männliche Fight and Flight Mythos oder Muster. Also diesbezüglich, das sind tiefe Dinge, die in uns drin sind. Ist so klar geworden, ich habe mal für eine Illustrierte so einen Test machen müssen. Illustrierte lieben ja Tests, weil angeblich Menschen Tests lieben. Ja, machst fünf Kreuze und dann steht dann zum Schluss, wer du bist. So, also so,
Ja, und ich habe mich da breitschlagen lassen. Es war, wie ich das Buch über Depressionen geschrieben hatte. Und dann ja, habe ich mir den Test ausgedacht. Der war ganz einfach zum Schluss. Ich habe ihn immer mehr vereinfacht. Ich glaube, dass die wirklich wesentlichen Dinge einfach sind. Also hat auch schon Einstein geglaubt. Ist nicht schwer, das auch zu glauben. So, und dann habe ich den Test. Also die erste Frage ist, lebe ich mit dem Menschen, den ich liebe? Zweite Frage, liebe ich den Beruf, für den ich lebe? Dritte Frage, liebe ich den Ort, an dem ich lebe? Könnte ich morgen gehen, ohne was versäumt zu haben? So, wenn du auf diese Fragen viermal Ja sagen kannst, dann bist du völlig ungefährdet von Depressionen. Wenn du aber Jein sagst, wie die meisten Leute, ich habe den schon mal geliebt am Anfang, heißt eigentlich Nein. Und am Anfang hat mir der Beruf auch richtig Spaß gemacht, heißt, er macht mir keinen Spaß. Und irgendwo muss man ja leben. Ich bin dann gleich zu Hause geblieben. Und natürlich kannst du dann morgen nicht gehen, hast du so viel versäumt. Und dann kommt die Sterbeforschung da rein und die sagt uns, alle Menschen beklagen auf dem Totenbett das nicht gelebte Leben, es nicht gewagt zu haben, sich nicht getraut zu haben, das zu leben, was sie eigentlich wollen. Und an zweiter Stelle, allerdings nur in den Industrienationen, aber bei uns ist der Mangel an Disziplin. Ich habe das, was ich für richtig erklärt habe, nicht durchgehalten. Ich habe es nicht geschafft, dabei zu bleiben. Ich zum Beispiel habe vor 61 Jahren angefangen, Yoga zu machen. Das ist doch super. Das Blöde ist, ich habe vor 60 Jahren wieder aufgehört. Das ist das Problem. Und jetzt muss ich, seit ich so Mitte 60 bin, mache ich bei uns in den Kursen, in Damanga, bei den, wenn Yoga dabei ist, mache ich das mit. Aber ich denke mir oft, was wäre gewesen, wenn ich das damals weitergemacht hätte, statt diesen blöden Leistungssport? Aber es sind ganz einfache Fragen. Wenn du in Liebe lebst mit jemandem, deinen Beruf liebst, der dir Berufung ist, den Ort liebst, an dem du bist, dann geht es da ziemlich gut. Und wir können das heute vielfach. Ja, es ist schon möglich. Also, ich kann das schon so sagen. Ich bin schon auch der Liebe gefolgt. Auch wenn das manchmal irgendwie äußerlich unpraktisch wirkte. Und ich habe meinen Beruf, den ich anfangs sehr liebte, bis ich dann die Schulmedizin in ihrer ganzen Tragweite erlitten und erlebt habe. Aber dann habe ich meinen Beruf so umgeändert, dass ich den doch lieben konnte. Das hat mir wirklich sehr genützt. Und ist bis heute so. Ich muss ja mit 72 jetzt nicht arbeiten. Aber ich betrachte das, was wir jetzt hier machen, unser Trio-Gespräch, auch nicht als Arbeit, ehrlich gesagt. Macht mir ja Spaß und Freude. Also, und ich lebe an dem Ort, der mir am besten gefällt. Zypern hat über 300 Sonnentage. Das gefällt mir richtig. Und wenn ich jetzt mit euch da telefoniere oder Webinar mache und so, heute mit Basel schon, grau, nieselig, schlecht, scheußliches Tauwetter in der Oststeiermark, nicht besonders schön in den meisten Regionen. Aber ich habe hier doch einen schönen Sonntag verbracht. Jetzt, ich kann das. Erst, das muss ich sagen, erst seit ich ja fast 70 bin, nehme ich mir das raus, diese Möglichkeit. Also wir können natürlich viel finden im seelischen Bereich, genauso im körperlichen Bereich. Wir brauchen auch den weiblichen Pol, ja, die Vagusbremse, wie Ingo immer sagt. Ja, wenn die völlig außer Takt ist und wir nur noch Bleifuß Gas geben, dann fahren wir frontal gegen die Wand. Das nennt man dann katastrophale Krankheitsbilder. Das ist einfach so. Und das ist auch, finde ich, ganz schön in unserer Zusammenarbeit. Ja, also ich kann dann mal wieder so scheinbar abgehobene Dinge wie Beruf, Beziehung, Ort, wo ich lebe, reinbringen. Und es muss ja aber trotzdem auch immer auf der funktionalen Ebene mitbehandelt werden. Das ist einfach auch ganz wesentlich. Und da können wir uns auch gut ergänzen, auch voneinander lernen. Auch Menschen können das natürlich bei uns ganz gut lernen. Rüdiger, du hast es gerade selber, diese Fragen, die du eigentlich als abgehoben beschrieben hast, finde ich, gehen eigentlich komplett daran vorbei, weil sie eigentlich eben genau wie du sagst, eigentlich so den Kern, die Grundlage dessen bilden. Und das sind eben Fragestellungen, mit denen wir uns praktisch nie auseinandersetzen, schon gar nicht solche Fragen von einem Arzt auch
erwarten können, schon gerade Leider nicht, abgehoben von der Schulmedizin, ne? ja, schon gerade nicht in diesem schulmedizinischen System. Die Frage ist dann, ja, Ingrid, du hattest es ja gerade schon mehrfach erwähnt auch, was können die Menschen unter smarte Medizin erwarten? Was steckt dahinter und was wird sie dann auch in diesem Webinar, was ihr zusammen machen werdet, was kommt da auf sie zu? Ja, wir wollen Hoffnung machen für diese wunderbare Physiologie, die uns zur Verfügung steht, um dieses Leben in seiner ganzen Lebendigkeit auch mutig leben zu können. Und viele Menschen scheuen vor der Terrorbarriere zurück. Sie haben Angst, aus dem gewohnten Umfeld rauszugehen, weil das gewohnte Umfeld, die Komfortzone, natürlich Schutz und Sicherheit bietet. Und viele Menschen haben sich entschieden, lieber leide ich, als dass ich etwas verändere. Und das ist so wahnsinnig schade, weil in so vielen oder in allen steckt so was Schönes, Besonderes drin, das eigentlich nur darauf wartet, wie eine schöne Blume sich zu entfalten. Und wir wollen den Menschen Tipps geben, wollen sie einladen, inspirieren, hier mutig neue Wege zu gehen und wollen auch zeigen, wie gut geerdet diese neuen Wege sind. Nicht? Wenn wir von Anima oder jetzt von dem Erdelement oder von Vagus sprechen, ich habe zum Beispiel seit 2018 ein Stress-EKG-Messgerät und während ich mit dem Patienten mich unterhalte, läuft dieses Messgerät und es misst seinen Vagustonus und misst gleichzeitig seinen Sympathikustonus. Und dann stellen wir fest, dass auch wenn wir länger sitzen, wenn wir uns das zweite oder dritte Mal schon sehen, dass die Menschen am Anfang in einem Megasympathikus-Modus laufen und das, obwohl kein Grund da ist. Obwohl kein Sägezahntiger an der Tür steht, ich ihnen wohlwollend gegenüber sitze, wir in einem geschützten, warmen Raum sitzen und uns schon kennen, der Patient vielleicht vorher schon eine Stunde hier gesessen hat, läuft trotzdem das System im gleichen Modus, als würde der Tiger vor der Tür lauern. Das heißt, wir sind in der Situation, dass obwohl da jetzt hunderttausende Jahre dazwischen liegen, ist das, was früher der Sägezahntiger im Busch war, ist heute der Gedanke im Kopf. Das heißt, dieser Gedanke löst das gleiche körperliche Reaktionsmuster aus, das früher die akute Lebensgefahr ausgelöst hat. Und das kann man messen, das ist messbar. Und Rüdiger gibt ja seit Jahrzehnten, und er war einer der ersten, die Atemtherapie-Ausbildungen gegeben haben, auf allen Ebenen bis hin zum holotropen Atmen. Und wir können heute feststellen, dass der Atem zum Beispiel etwas ist, was sofort den Vagustonus aktiviert. Und wir sehen das im Stress-EKG, dass innerhalb von 2 Minuten eine besondere Atemtechnik. Wir nennen es immer wieder das 47-11 Atmen, nicht? Bis 4 zählen beim Einatmen durch die Nase möglichst, bis 7 zählen beim Ausatmen. Und das am besten 11 Minuten am Tag oder 11 Mal am Tag für einige Minuten zu tun. Das ist etwas, was wir hier messen können und wo wir dann sofort den Erfolg sehen können. Und umso mehr wir atmen, umso mehr bewusster wir Atmung praktizieren, umso mehr Sauerstoff kommt auch ins Blut rein, denn wir sehen, sieh das, wenn ich Infusionen anlege, wenn Patienten hier in Stein oder Meer kommen zu einer Kurkuma-Infusion zum Beispiel, dann läuft ja aus der Pranüle erstmal, damit die Luft rausläuft, läuft ein bisschen Blut zurück und dann sehe ich genau, wer fröhliches Blut hat und wer schwarzes Blut hat. Nicht? Menschen, die im Stress sind, die atmen so oberflächlich, dass etwa 400 bis 500 Milliliter Luft rein und rausgehen. Menschen, die entspannt sind, die im Vagustonus laufen, da dehnt sich das auf über 2 Liter. Das heißt, viermal, fünfmal so viel Sauerstoff kommt in die Zellen rein und 4 bis 5 Mal so viel CO2 wird abgegeben und das zeichnet sich sofort aus in hellrotem Blut. Das heißt, ich kann sofort sehen, wer einen guten Vagustonus hat und wer in der Adrenalindominanz läuft. Nicht? Also ich bringen die Dinge immer gerne auf die Physiologie runter und schau, wie können wir die Physiologie messen, auch mit modernen Laborwerten, und wie verändert sich die Physiologie, wenn wir atmen, wenn wir Hochdosis Naturmedizin einnehmen, wenn wir die Ernährung verändern. All das hat Einflüsse. Wir können sehen, wie die Ernährung unser Stressnervensystem anheizt, wenn sie denn falsch gewählt ist.
Nicht? Wir können sehen, wie ein ungünstiger Gedanke vielleicht an die Eltern sofort Ausschläge im Stress-EKG provoziert. Und das zeigt, wie stark die Psyche und unser Körper miteinander verknüpft sind. Und das ist ja Teil der Lebensleistung auch von Rüdiger, dass er Jahrzehnte geforscht hat über diese Zusammenhänge und das tiefer ergründet hat als irgendjemand, den ich in meinem Leben kennengelernt hat. Das ist ein richtiges Fund Wissen, von dem wir hier profitieren dürfen. Denn unsere innere Haltung, unser Bewusstsein formt eben auch unseren Körper. Und wir haben das große Glück, dass der Körper auch immer wieder mit Signalen uns deutlich macht, wenn etwas aus dem Gleichgewicht herausgerät. Und all diese Beispiele in Form von Symptomen und Krankheiten, die wollen wir deuten in unseren Kursen, in unserem Webinar und in dem Training dann zur smarten Medizin. Und das ist etwas, wo wir angetreten sind, diese 80 Jahre geballtes Erfahrungswissen auch zu den Menschen zu tragen. Das klingt sehr spannend. Also eben euer ganzes umfangreiches Erfahrungswissen von all euren Reisen, von all eurer langjährigen Forschungstätigkeit und Arbeit am Patienten, immer vom Menschen her gedacht, ursächlich, ganzheitlich, da eben Anregungen zu geben, zu motivieren, Mut zu machen und das dann eben in einem kompakten Webinar zum Thema smarte Medizin. Lieber Ingrid, lieber Rüdiger, vielen herzlichen Dank da für diese spannenden Einblicke und für das schöne Gespräch mit euch beiden.